Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist wieder ein ganz besonderer Tag, denn heute ist Shooting-Tag. Heute gibt es endlich das Shooting, was ich mir vorgenommen habe, als ich davon gesprochen habe, was ich anders machen würde in meiner zweiten Schwangerschaft. Und ich habe es geschafft. Yay! Gleich kommt die Christina. Christina ist eine Fotografin, die kenne ich jetzt persönlich, also kenne ich nur von Instagram. Und wir wollten immer schon mal miteinander shooten. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Eigentlich wollten wir auch schon vor der Schwangerschaft mal miteinander shooten, aber das hat irgendwie nie hingehauen. Jetzt haben wir endlich mal einen Termin gefunden, wo wir beide Zeit haben. Und heute geht es dann um den Bauch hier. Ich bin noch nicht ganz fertig geschminkt. Ich muss noch Lippenstift. Ich glaube, ich wollte mir heute auch ein paar Lashes drauf machen. Wir frühstücken gleich erstmal zusammen. Ich habe hier lecker gedeckt den Frühstückstisch. Ich habe auch noch nichts gegessen, Kaffee getrunken, auch noch nicht, gar nichts. Ja, ich nehme euch heute mit durch den Tag. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe auch, dass mir es gefällt. Ausgerechnet heute regnet es nämlich. Die ganze Woche war voll schönes Wetter und ausgerechnet heute ist es am Regnen. Wir wollten eigentlich auch vielleicht so ein bisschen draußen Bilder machen. Egal, machen wir jetzt hier drin. Geht auch. Alex kommt gleich auch noch mal kurz dazu. Ich wollte auch unbedingt ein Foto noch mit Alex haben. Und die mit Luis mache ich dann halt alleine. Warten wir mal auf die Christina. Wir haben heute auch unsere Balkonmöbel bekommen. Voll schön, ne? Das ist noch nicht ausgepackt. Das ist so ein Stuhl, der kommt noch dazu. Der ist passend zu dem Tisch. Und dann können wir hier schön frühstücken und Kaffee trinken, zusammen ein bisschen in der Sonne liegen. Hier wird wahrscheinlich so ein Kräutereckchen mit Basilikum und Thymian und so. Und dann hier noch so eine, vielleicht so eine Lichterkette und noch ein paar Blumen anhängen und so. Das wird richtig schön. Outfit Nummer 1. Das sind übrigens alles unsere Wintersachen. Die müssen noch weg. Und bist du bereit? Motiv Nummer 1 haben wir schon mal. Schon mal die Blumen dazu. Ja. Die will ich auch gleich in die Unschärfe vorne nehmen. Die Blumen. Fertig. Wir machen einmal Outfitwechsel und gucken jetzt nochmal, dass wir uns hier irgendwie in der Küche positionieren oder am Frühstückstisch, fände ich jetzt auch nicht schlecht. Und eins von dem Pullover. Der ist von ASOS übrigens, auch ein Schwangerschaftspullover. Der reicht auch noch eine ganze Zeit lang, weil der hier so an den Seiten aufgeschlitzt ist. Ist ganz gut vielleicht auch fürs Foto. Ja. Und eine Leggings, die mir eigentlich nicht mehr passt, aber ist egal. Das ist das Kommenslicht. Das ist übrigens die Christina, die mich heute fotografiert, Christina Hader. Ja. Die, wenn ihr auch gerne ein Schwangerschaftsshooting oder so machen wollt, dann könnt ihr euch bei ihr melden. Ich schreibe alles in die Infobox. Und was hast du noch? Hochzeit und was noch? Mode, Porträt, alles gemischt. Alles, was einen natürlichen Stil beinhaltet. Cool. Also meldet euch gerne bei ihr, weil sie macht das wirklich ganz toll. Dankeschön. Nächste Aufnahmen, das sind die, unsere, wie sagt man? Requisiten, genau. Für das nächste Foto. Das sind ja die Schuhe,
die ich für Alex gekauft habe in dem Überraschungsvideo, wo ich gesagt habe, es wird ein Mädchen. Wir wussten ja noch nicht ganz genau. Die hatte ich ja mal in Amerika gekauft, so süß. Und hier so kleine weiche Söckchen für den Anfang. Oder die. Müssen wir mal gucken, welche wir nehmen. Bitte links fahren. A1 in Richtung Dortmund. Folgen. Wir sind auf dem Weg nach Hamburg. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich zuletzt aufgehört habe zu filmen. Ich glaube beim Babyshooting. Ich zeige euch, wenn jetzt ich links kann fahren. Und ja, wenn ich darf, dann zeige ich euch auch auf jeden Fall gleich noch ein paar Bilder, die ich ausgewählt habe, die ich aber noch nicht bekommen habe, weil die noch bearbeitet werden müssen. Wir haben heute am Wochenende jetzt Familientreffen. Meine Schwester feiert Geburtstag und die komplette Familie fährt jetzt nach Hamburg heute. Also getrennt zwar, aber wir treffen uns alle in Hamburg. Und wo fahren wir noch hin? Vielleicht zu einem Tattoo-Studio, wenn wir das schaffen. Das schaffen wir. Aber zur Vorbesprechung erst, weil der Alex gerne ein Tattoo haben möchte. Und nicht ein kleines, direkt ein fettes. Weißt du jetzt schon, wo eigentlich? Ja, ich glaube an der Schulter. Und? Schulter und Brust und Rücken. Das ist ja ein größeres. Ich wollte vielleicht auch ein bisschen schuppen. Morgen ist auch verkaufsoffener Sonntag am Abend. Ein bisschen Stau heute. Jetzt gerade. Gerade haben wir noch gesagt, die Straßen sind so schön leer. Damit wir auch nicht verhungern, habe ich ganz viel mitgenommen. Mein Laptop ist auch dabei. Obst und Smoothies. Und jetzt waren wir gar nicht beim Bäcker. Und Wasser, ganz viel. So, wir sind angekommen. Bist du nervös? Nö. Warum? Nö. Heute ist ja nur Gespräch. Wird ja nicht gestochen, ne? Hallo, bin ich überhaupt scharf? Was? Oh, wie scharf bin ich? Bin ich scharf? Ich war immer scharf. Ich bin aufgeregt. Darf ich mitreden? Nein. Wir sitzen schon wieder im Auto. Der Luis ist jetzt bei meiner Schwester. Aber wie war der Termin für dich, Schatz? Sag mal. Sehr gut. Ich glaube, der Seppi ist, der kann das. Doch, ist schon ein bisschen geskribbelt und so. Ja, war schon er wird gut, mir ein ne? schönes Tattoo machen. Am 22.09. wahrscheinlich. Und bis dahin machen wir einen Entwurf. Und dann muss ich hier nach Hamburg. 5 Stunden soll das dauern. Die Geschichte. Und ja. Wird schon fürs erste Tattoo ist das schon sehr mutig. Aber er sagte, wir kriegen das hin. Aber das reicht auch. Ein Tattoo reicht, ne? Ein Tattoo reicht, ja. Ich möchte vielleicht noch ein kleines. Wollen Sie ja nicht übertreiben. Jetzt gehen wir noch ein bisschen shoppen. Juhu! Begeisterung! Ja. So, wir sind gerade im Hotel angekommen, ein bisschen ausruhen. Aber auch wirklich nicht lange, weil die Familie fragt schon, wo wir bleiben. Das ist das Geschenk für meine Schwester, passend zu meinem Kleid heute. Und was ich gekauft habe, also klamottenmäßig habe ich leider nichts gefunden. Ich habe mir mal die Charlotte Tilbury Tagescreme gekauft. Ich bin eigentlich total happy mit meiner Rituals Cream, aber ich wollte die auch mal ausprobieren. Und dann habe ich noch die Wonder Glow, den Primer und die Augencreme. Werde ich mal ausprobieren. Das ist das Band. Ich habe keine Schere. Das kommt jetzt auch noch hier drum. Muss ich jetzt gleich mit runternehmen. Dann bin ich mal gespannt, wie ich das so finde. Ich hatte die jetzt im Alsterhaus entdeckt. Ich wusste ja, dass es die im Alsterhaus gibt. Die Produkte in Düsseldorf gibt es die nämlich noch nicht. Da habe ich die ausprobiert und fand die eigentlich ziemlich cool. Der nächste Tag. Wir haben eigentlich ganz gut geschlafen. Im Hotel. Luis hat in der Mitte geschlafen. Ne? Bisschen wild um sich getreten, wie ein kleiner Ninja heute.
Jetzt sitzen wir gerade hier und essen, also kann man ja erkennen, wo wir sind, an der Alster direkt. Ich habe einen sehr leckeren Pflaumenkuchen getrunken. Alex, einen Käsekuchen, Louis, ein Eis. Ja, Louis, Eis. Ja, und da muss ich die zwei schon verabschieden. Ne? Ich guck gerade, ob Stau ist. Ja. Du kannst einfach mit Papa kuscheln heute Abend. Und wer ist der Schönste? Mama oder Papa? Der Schönste. Mama. Ja. Und Papa ist der Schönste. Ja. Mama ist der Schönste. Papa ist der Schönste. Nein. Papa ist der Schönste, Mama ist die Schönste. Ich habe Papa, Mama ist kuschelig, Mama ein bisschen kuscheliger und Papa auch noch kuscheliger. Als Robin. Oh mein Gott, boah, ich sehe so fertig aus. Also ich muss sagen, ich hatte auch gerade so ein bisschen auf Instagram mit euch gesprochen und ein kleines Schwangerschaftsupdate hochgeladen in der Story, weil mir geht's nicht so gut, muss ich sagen. Ich sehe auch echt scheiße aus. Ich habe jetzt ein bisschen geschlafen, ich habe sehr viel Hunger, habe auch mir schon was aufs Zimmer bestellt. Alex und Louis sind jetzt weg. Ich fühle mich hier auch ein bisschen einsam, aber naja, morgen bin ich nicht mehr einsam. Genau. Ich habe noch ein paar Sachen gekauft und entdeckt. Unter anderem dieses wunderschöne Kleidchen hier von Topshop. Ich hatte irgendwie nur, bis auf mein Kleid, was ich morgen anziehen werde, das zeige ich euch gleich auch, was da hängt, nur schwarze Sachen und mir war überhaupt nicht nach schwarz, weil ich mich auch so schon nicht so blendend fühle. Und wenn ich dann noch schwarz habe, dann, nee, dann ist die Stimmung sowieso im Keller. Also kleiner Tipp von mir, wenn ihr schlechte Laune habt, zieht mal was Farbiges an, weil das hebt die Stimmung. Und ja, ich habe mir was vom Chinamann bestellt. Das ist mein Zimmer hier. Sehr, wie soll ich sagen, so typisch Hamburg-mäßig, echt cool. Moment. Bisschen durcheinander, ja, aber sehr schön eigentlich. Ja, das ist der Mülleimer, so ein bisschen Hafen-City-Style. Sehr gemütlich, auf jeden Fall. Das ist das Kleid für morgen. Ich kann euch das auch mal getragen, nochmal einblenden, wenn ich es anhabe morgen. Das habe ich bestellt bei ASOS. Das gibt es auch in Nicht-Schwangerschafts-Style. Also auch für alle, die nicht schwanger sind, die können das Kleid auch kaufen. Wirklich sehr schön. Ich freue mich schon, das zu tragen morgen. Weil es sehr bequem ist auch und für den dicken Bauch und die schweren Beine eine Wohltat. Und das bunte T-Shirt habe ich mir auch geholt. Seht ihr, wie ihr seht, ich habe einen Stimmungsheber gesucht. Sehr schön, so regenbogenmäßig. Ja, ihr Lieben, ich bin auch schon abgeschminkt, weil ich irgendwie Ausschlag bekommen habe. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich muss das jetzt noch schneiden und hochladen und so. Ich hoffe, es schafft das bis Dienstag, weil heute ist Sonntag. Und morgen bin ich ja unterwegs die ganze Zeit. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein Vlog gefallen hat und dass wir uns im nächsten auch wiedersehen. Und ja, in alter Frische würde ich sagen, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.